Ja, guten Morgen. Willkommen beim nächsten Mike-Webinar Reise- und Buchungstipps. Wir haben Anfang September, die Sommerferien sind vorbei. Die Leute denken jetzt bereits Richtung Herbst. Und weil eben immer noch kurzfristig gebucht wird, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt eben für die Herbstbuchungen, für die Herbstferien und Städtetrips und irgendwo in die Berge oder Kurztrips. Also, das ist wirklich sehr gefragt. Ich freue mich, in den nächsten 45 Minuten euch einen Überblick zu geben, wo sind die größten Trends etc. Wirklich Infos aus erster Hand von Mike. Ja, die besten Tipps für den Herbst werde ich euch aufzeigen. Wo gibt es die größten Buchungschancen? Dann viel Neues in Paris. Aktuelle Trends bei den Zugreisen in Europa generell. Und zum Schluss noch die Luxuszüge, Luxuszüge 23. Was ist buchbar? Auch das ein sehr spannender Teil für Langfristbuchungen. Mein Name ist Mike Jakob, ich bin Verkaufsleiter und ich habe gesehen, es hat doch ein paar Teilnehmer auch aus dem Tessin. Darum spreche ich Hochdeutsch. Benvenuti, liebe Tessiner, willkommen bei uns. So, ja, was macht eigentlich Railtour Suisse? Was ist unsere Stärke? Wir sind der größte Profi für Zugreisen von Arosa bis weltweit. Wir machen Städtereisen, Schweizreisen und Ferien in der Nähe von der Schweiz, also in die umliegenden Länder, vor allem Deutschland, Österreich, Italien. Und mit dem Franto-Brand bespielen wir den Markt als Frankreich-Spezialist und natürlich auch Paris-Spezialist. Kurzum, wir sind ein Spezialist für Reisen in der Nähe und auf Schienen. Wenn es um die Tipps im Herbst geht, ja, da sehen wir natürlich einerseits die klassischen Städte, die wieder aufkommen, wie Paris, Venedig, Florenz, Wien, Hamburg und so weiter. Aber es gibt eben auch neue Trends, neue Städte, die aufkommen. Die Strömungen haben sich zum Teil etwas verändert. Und wir sehen vor allem, dass die Nachhaltigkeit im Trend ist. Die Nachfrage nach Zugreisen ist viel deutlicher. Also die Kunden buchen für die Anreise immer häufiger die Bahn. Und da sind wir natürlich der Spezialist dazu. Und die nachhaltigen Städte sind eben auch im Trend, wie zum Beispiel hier im Bild Mailand mit den bewaldeten Fassaden der Hochhäuser Bosco Verticale. Auch ein sehr spannendes Thema. Und ich habe ja schon mal darüber berichtet, über die Floriade in Holland, in Almere, bei Amsterdam. Auch diese Ausstellung befasst sich ja mit dem Thema Nachhaltigkeit, Green City. Und diese Ausstellung, diese Expo dauert jetzt noch bis zum 8. Oktober. Also wenn jemand diese Ausstellung noch erleben möchte, dann kann man das jetzt noch tun, aber bitte bald buchen. Die Ausstellung dauert nicht mehr allzu lange. Ja, wenn wir mal schauen, welche sind eigentlich die grünsten Städte in Europa, und zwar die grünsten Hauptstädte vom Ranking her, das ist auch sehr spannend. Und da sehen wir, dass Oslo zuoberst ist, also Oslo hat am meisten Grünflächen. Hier geht es um die Grünflächen wie Wälder, Parks etc. Also viel Freiraum, sicher auch spannend für Familien mit Kindern. Rang 2 ist Bern, dann folgt Ljubljana, Berlin, Madrid, Brüssel, Wien, Rom und Paris. Also das sind die grünsten Städte, wo wirklich viel Freiraum vorhanden ist. Natürlich ein großer Vorteil für Leute, die grün lieben. Welche sind die nachhaltigsten Städte von Europa? Wenn wir das mal aus der ökologischen Sicht betrachten, dann ist im Moment Amsterdam zuoberst. Dann folgt Bern, auch sehr nachhaltige Stadt bei uns, unsere Homebase. Hamburg, Kopenhagen. Ljubljana rückt immer weiter auf. Auch das ist ein sehr spannendes Thema. Und dann Wien, Oslo, Stockholm, Paris und Mailand. Also das sind so die Entwicklungen. Und spannend ist ja, jede Stadt hat so die meisten Vorteile. Bern ist zum Beispiel ja wirklich sehr grün bei uns mit der besten Wasserqualität. Ljubljana hat zum Beispiel am wenigsten Stau.
Auch sehr spannend. Also ich denke, da geht doch einiges bei den Städten betreffend Nachhaltigkeit. Was sind die Trends für den Herbst? Ja, grundsätzlich kann man mal sagen, es hat überall noch Kapazitäten in Europa, in den Städten, in den Ferienregionen. Ja, es ist so, dass es an den bekannten Herbstwochenende von den Herbstferien zum Teil wird es schon eng in den Bahnen, bei den Nachtzügen, so Freitag, Samstag nach Hamburg oder Berlin oder Amsterdam. Aber sonst auch bei den Bahnen recht gute Kapazität noch. Was man bereits beachten muss, sind die Züge, die Direktzüge Richtung Italien. Da wird es zum Teil schon mal etwas enger. Ja, was sind meine Top 10 Empfehlungen für den Herbst? Ich habe mal ein Mike-Rating zusammengestellt. Wo würde ich jetzt deine Kunden hinschicken? Dann ist ganz oben London. London ist natürlich der Hammer, ist auch viel stärker gefragt mit der Bahn. Das ist ein großer Vorteil. Paris, unser Tower Baby, das läuft immer. Disneyland ist halt hoch im Kommen. Dann Düsseldorf, München, Ascona in der Schweiz sehr populär. Turin, Ljubljana, Wien und Husum. Ja, und Husum ist vielleicht etwas Neues. Da komme ich nachher noch darauf zurück. Warum diese Destinationen? Da gehe ich jetzt doch mal kurz in die Details. London ist ja ein Dauerbrenner. London ist sehr stark gefragt, immer mehr aber auch per Bahn. Und das überrascht uns doch sehr, wie stark die Quote vom Bahnanteil steigt. Immer mehr Leute buchen mit dem Zug ab Zürich oder Bern nach Paris, dass man in 4 Stunden in Paris ab Zürich direkt mit dem TGV. Dann macht man vielleicht eine Städtekombination, übernachtet in Paris und fährt dann 2 Stunden weiter unter dem Ärmelkanal durch mit dem Eurostar nach London. Die Leute haben das wirklich entdeckt. Zum Teil fahren sie dann auch weiter in London, machen noch eine England-Rundreise. Also London ist sehr gefragt, zum Teil auch ein Weg mit Flug, ein Weg Bahn. Und daher halt wirklich Surprise, wie stark der Bahnanteil hier zunimmt bei London-Buchungen. Darum Preferred Rating London, das finde ich wirklich eine geniale Destination. Eine Neuentdeckung ist Ljubljana, wunderschöne Hauptstadt von Slowenien, sehr gepflegt, sehr sauber, sehr viel Velowege, Fußgängerzonen etc. Das wird deinen Kunden gefallen, aber garantiert. Es gibt auch jede Nacht den Nachtzug direkt von Zürich nach Ljubljana ohne Umsteigen. Also ist auch per Bahn sehr gut erschlossen. Also Ljubljana, Neuentdeckung mit dem Zug, sehr nachhaltige Stadt, also wirklich top. Ja, und dann eben dieses Husum. Ihr kennt vielleicht Sylt, ihr kennt Hamburg und Husum liegt an der Nordseeküste dazwischen, also etwa 2 Stunden von Hamburg weg. Man kann dort mit der Bahn hochfahren. Und wenn ihr Kunden habt, die einfach mal Abstand wollen, Ruhe, einfach mal allein sein, dann ist man hier perfekt. Weil Husum hat mehr Strandkörbe und Schafe als Einwohner. Und das ist halt schon genial. Einfach diese gesunde Luft, diese Weite, dieses Licht, das ist sensationell. Und es gibt da dieses kleine Hotel, der Pharisäerhof in Nordstrand, das ist ein Nachbarort. Das heißt, ist wirklich so ein ganz kleines Hotel, wie ein friesisches Haus, Ostfriesland, oder? Absolut ruhig in Nordstrand. Es hat eine kleine Wellnessanlage, ein Café, ein Stöberladen und ein Garten. Und der Stöberladen ist halt wirklich so klassisch, da kann man ganz viele schöne Dinge kaufen, Dekorationen, alles Sachen, die halt maritimen Flair haben, für die Gegend passend. Also einfach zum Zeigen, wir haben auch kleinere, schöne Boutique-Hotels im Travel-Shop, die ihr buchen könnt. Darum Husum und die Region Nordstrand an der Nordsee, eine Neuentdeckung für deine Kunden. Ja, und dann das Gegenteil, wenn es um die Dichte an Leuten geht, dann ist natürlich das Oktoberfest weiter oben.
Es findet wieder statt vom 17.09. bis zum 3. Oktober. Das heißt also, nächsten Samstag ist Ozapft und dann heißt es wieder Bier trinken, Volksfeststimmung. Es ist einiges los in München. Es hat kurzfristig auch noch freie Kapazitäten. Wenn ihr also Kunden habt, die noch buchen möchten, prüft im Travel Shop die Hotelpreise. Klar, sie sind nicht ganz günstig, die Preise sind recht hoch, aber es hat noch Kapazitäten. Und das Oktoberfest findet eigentlich im ähnlichen Rahmen wieder statt wie vor der Pandemie. Ja, es hat sich sogar etwas verbessert. Also am Abend ist eine halbe Stunde später Schließzeit in den Bierzelten. Man kann also eine halbe Stunde länger austrinken. Und auf dem Rummelplatz, also auf der Chilbi, da und bei den Ständen links, die öffnen am Morgen eine Stunde früher. So verteilt sich das Ganze natürlich etwas besser mit den Leuten. Oktoberfest München, why not? Wer noch etwas Party sucht, der wird hier fündig. Oder eine ganz andere Geschichte im Herbst ist natürlich das Disneyland mit der Halloween Party. Also Halloween Party, es ist ja großer Themenbereich. Halloween, Disneyland. Ab 1. Oktober wird der ganze Park dekoriert. Dann kommen wieder die Bösewichte hervor. Und das während 5 Wochen, also bis zum 6. November. Grinsen überall Kürbisse und freundliche Gespenster an jeder Ecke, ist natürlich für Familien und Kinder ein Paradies. Also das ist wirklich Szene. Kann ich euch sehr empfehlen, auch von den Farben, von den Temperaturen her natürlich perfekt. Und Disneyland, unsere Disneyland Hotels, also alle 6 Hotels, sind ja im Travel Shop direkt buchbar. Ich habe euch hier ein Beispiel eingebaut. Das ist jetzt das Marvel Hotel, dieses Hotel New York, könnt ihr direkt buchen im Travel Shop. Bei uns ist immer gleich das Package drin, also Hotelübernachtung mit dem Parkeintritt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel 2 Nächte bucht, dann ist immer der Anreisetag und der Rückreisetag und der Tag dazwischen sind dann die Anzahl der Tage für die Eintrittskarte, also es wären jetzt in diesem Beispiel 3 Tage. Wir haben das so angelegt, ihr könnt das gleich als Package so buchen und dann natürlich die Bahn entsprechend dazu. Ja, ein anderes Thema ist Wien, Wien Green City. Wien ist ja wirklich eine wunderschöne Stadt, hat sich sehr gemacht. Lebensqualität Number One ist die lebenswerteste Stadt. Aber natürlich auch betreffend Nachhaltigkeit und Grün tun die sehr viel. Ich habe hier noch einen Tipp. In Wien ab 15. September ist die große Ausstellung von Lasnik und Knebel. Also das heißt, die größten Künstler von Österreich stellen aus Avantgarde und Gegenwart. Das wäre doch ein Tipp, die Ausstellung. Die dauert voraussichtlich bis zum Februar 23. Und wenn ihr Kunden habt, die noch einen Tipp brauchen für eine Übernachtung, dann kann ich immer das Boutique-Hotel Stadthalle empfehlen. Ja, hier hat es auch Schafe, diesmal aber im Zimmer auf den Bildern. Hier kann man Schafe zählen, wenn man nicht schlafen kann. Ich finde es immer so innovativ, die Hotels, die da neue Ideen haben. Sehr schöne Gegend, sehr günstige Lage. Das Boutique Hotel Stadthalle in Wien ist im Travel Shop buchbar. Ja, und jetzt ein ganz anderer Tipp. Vielleicht kennt ihr Düsseldorf noch nicht. Ich nehme mal an, viele Leute waren noch nie in Düsseldorf und das ist ein Fehler, weil diese Stadt ist unglaublich spannend, was da geht. Geht mal nicht rauf, einfach nur bis Hamburg oder Köln oder Frankfurt, sondern mal in den Ruhrport, in diese Gegend. Düsseldorf, die Your Urban City. Und das hat natürlich diverse Gründe, weil Düsseldorf macht in der Entwicklung im Moment alles richtig. Es ist eine grüne Stadt, also sehr viel Parks, Radwege, Fußgängerzonen dem Fluss nach. Es ist die Lebensart, die es ausmacht in Düsseldorf. Es hat eine wunderschöne Altstadt. Man kann shoppen. Fashion ist hochgefragt, dann Kunst und Kultur.
Und speziell ist auch, es gibt ein Little Tokyo. Über 5000 Japaner leben hier, also die größte Japaner-Community in Deutschland. Entsprechend ist natürlich die Gastroszene auch sehr vielseitig. Und es ist die 10-Minute-City, das heißt, alle Orte, interessanten Orte in der Stadt sind maximum in 10 Minuten erreichbar mit Bus, Tram, zu Fuß. Also wirklich easy, eine sehr spannende Stadt. Ja, und Düsseldorf hat einen Namen gemacht, wenn man vor allem die Architektur anschaut und die ganze Graffiti-Szene. Es gibt zum Beispiel einen Urban Art Ride. Da kann man per Rad, also per Velo, die ganze Szene besichtigen. Meine Düsseldorf ist ja wirklich eine Kulturstadt, es hat viele Museen. Aber Urban Art Künstler in der Stadt, das ist halt das Nonplusultra. Und beim Urban Ride kann man mit einem Guide diese Orte entdecken. Das sind natürlich verschiedene klassische Kunstrichtungen mit Pop, Punk, Graffiti und Street Art. Und diese großen Gemälde und Graffiti an den Fassaden sind natürlich einzigartig. Also die ganze Stadt ist unterdessen eine große Kunstausstellung. Ich kenne in Deutschland keine vergleichbare Stadt, wo das wirklich so zum Ausdruck kommt. Und das ist natürlich genial. Und Düsseldorf ist auch die Stadt der Biere. Ja, ihr hört richtig, es hat sehr viele Bierdegustationen. Es gibt Biertastings in den Düsseldorfer Altstadt. Man kann auch das ganze Handwerk der gebrauten Biere begutachten, man feiert sehr viel Bierfestivals, also das ist wirklich toll. Und es gibt auch Führungen backstage in den Brauereien, wo man dann natürlich das Ganze auch degustieren kann, wo man zum Bierexperten wird, also wirklich eine tolle Sache. Es gibt ja diese berühmte Bar in Düsseldorf, die Holy Craft Bar, dort arbeiten Barkeeper. Die haben in den letzten 3 Jahren über 3000 verschiedene Biere probiert. Also das sind wirklich die Top-Bier-Experten. Ja, und es gibt eben diverse Kunstausstellungen. Dazu gibt es ein WAAG 48-Stunden-Ticket, also ein Ticket, das 48 Stunden gültig ist, Art WAAG. Ist natürlich auch sehr spannend. Da hat man Eintritt in diverse Kunstmuseen mit dem Kunstpalast, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, in die Kunsthalle und so weiter. Und kann eben diese Museen, diese Kunstausstellungen auch entsprechend kombinieren. Und ein spezieller Tipp ist noch die Ausstellung Wanderwals Art und Toys im Nordrhein-Westfalen Forum. Wanderwals, das ist ja wirklich auch diese Bewegung. Die Street Art ist ja ursprünglich eine Protestkultur, wo der Ungehorsam wirklich so bekannt gegeben wurde in den 60er und 70er Jahren. Da hat man die U-Bahnen besprayt, etc., die Häuser. Und jetzt gibt es dort eine Ausstellung mit über 2000 Werken dieser Graffiti-Szene, also wirklich große Grafikdesigns etc., über 2000 Bilder dieser wunderbaren Gemälde, also da sieht man wirklich sehr viel. Oder eben diese Figuren, diese Bären, die ihr da seht, das sind Barbrick-Figuren vom japanischen Hersteller Medicom und das ist halt wirklich so typisch 90s, 80s aus dieser Zeit. Auch da gibt es eine große Ausstellung im Nordrhein-Westfalen Forum. Und dann später, gegen Ende Jahr, findet ja noch der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt statt, vom 17. November bis 30. Dezember. Generell die Weihnachtsmärkte, die starten ja wieder, die Planung läuft, also auch ein spannender Absatzkanal für eure Kunden. Ja, ich habe gesagt, Düsseldorf ist sehr kompakt, das sieht man auch hier rechts, das ist der Bahnhof, da habt ihr alle diese erwähnten Orte, Kunstausstellungen, der Rhein, der Hafen, sehr urban. Ihr seht auch hier die ganzen Grünflächen, die Parks. Also wirklich genial, um diese Stadt zu entdecken und etwas Shopping und genießen, fein essen und trinken.
Ein besonderer Hoteltipp für deine Kunden wäre noch das Hotel der Fritz, ein Vier-Stern-Hotel in Düsseldorf, hat eine tolle Bar, ein Michelin-Restaurant und ideal im Zentrum gelegen. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Ja, und dann noch ein paar Tipps jetzt für den Herbst betreffend Events. Was findet denn noch statt? Kennt ihr zum Beispiel die Osteria Verona? Das ist ein wunderbares Weinfest in Verona. Weinfeste gibt es ja genug jetzt im Herbst. Ich kann euch wirklich mal das empfehlen. La Festa del Vino vom 14. bis 16. Oktober. 3 Tage, die ganze Stadt, ein großes Weinfest mit Weindegustationen, Konzerten, das Beste aus dem Valpolicella hinten aus den Tälern. Also das ist wirklich toll. Wenn ihr Wein gerne habt und Degustationen mit feinem Essen in Italien, dann macht ihr nichts falsch. Dann geht nach Verona oder schickt eure Kunden nach Verona. Oder in Berlin, das Berlin Festival of Lights, das ist immer eine ganz tolle Sache im Oktober, während 10 Tagen das große Lichtfestival. Es findet dieses Jahr statt vom 7. bis 17. Oktober. Da werden alle diese tollen Sehenswürdigkeiten in Berlin angeschienen mit großen Lichtskulpturen, Lichtshows, illuminiert der Fernsehturm, das Berliner Schloss, das Brandenburger Tor und so weiter. Das war wirklich eine tolle Sache. Dieses Jahr läuft das Lichtspektakel unter dem Motto Vision of Our Future. Und ich habe nochmals abgeklärt, kurzer Einschieber, ja, es findet statt, das Lichtfestival in Berlin. Zu Zeiten, wo Strom gespart wird, ist das immer eine gute Frage. Aber es ist gesichert, die Zeiten sind einfach etwas verkürzt. Ich glaube, die starten um 18 Uhr und bis 23 Uhr und dann wird das Ganze wieder abgestellt. Oder ein anderes Event im Süden. Die Segel von Saint-Tropez an der Côte d'Azur. Wenn ihr Kunden habt, die sind Liebhaber von Segelturns, Schiffen, dann ist das natürlich eine ganz große Sache. Da sind über 3000 Segelschiffe vorhanden an der größten Regatta an der Côte d'Azur vom 24. September bis zum 8. Dezember. Auch eine tolle Sache. Große Festivitäten in der Stadt, diverse DJs, die da spielen, Konzerte etc. Also ein sehr maritimer Anlass, eine tolle Sache. Ja, und dann wechseln wir nach Paris, nach Frankreich. Unsere wichtigste Destination im Business. Ich habe immer gesagt, Paris war immer Number One vor der Pandemie. Und auch nach der Pandemie eine sehr starke Destination. Wir sehen auch, Paris ist im Umbruch. Paris macht sich fit für die Zukunft. Man kennt ja das Bewährte, das man in Paris hat. Es ist die Stadt der Liebe, der Romantik. Wenn man auf dem Montmartre-Hügel ist, bei der Sacré-Cœur, absolut wunderschön. Aber die Stadt macht sich jetzt eben auch fit für die Zukunft. Immer mehr Green City, es werden Velowege gebaut an der Seine, die Straßen gesperrt, immer mehr Flanierzonen. Also ganz toll, wie sich die Stadt entwickelt. Und immer am Sonntag ist ja auch die Champs-Élysées gesperrt für den Autoverkehr. Also da geht einiges. Aus der Stadt der Liebe wird immer mehr die Green City. Und das ist natürlich auch für deine Kunden sehr attraktiv, weil die Stadt wird immer lebenswerter. Es gibt immer mehr Angebote für Velotouren. Man kann Velos überall mieten. Man kann geführte Rundreisetipps machen mit dem Velo. Also wirklich toll. Und was ich besonders empfehlen möchte betreffend Nachhaltigkeit, sind die E-Tuk-Tuks in der Stadt. Es gibt auch da diverse Touren. Kurztrips, 1 Stunde bis zu halbtägigen Stadtbesichtigungen. Und das Geniale ist ja, diese E-Tuk-Tuk sind auch im Trello-Shop buchbar. Ich habe euch das hier abgebildet, zum Beispiel das Gargelatte eine Tour oder eine private Tuk-Tuk-Tour durch die Stadt mit Abholung.
dann über 200 Franken pro Person. Dafür wird unglaublich viel geboten. Also tolle Sache. Ihr könnt es im Travel Shop unter Aktivitäten eingeben und auch mit dem Suchbegriff Tuk-Tuk findet ihr diese nachhaltigen Angebote. Ja, und Paris ist ja auch die Kunstmetropole zu Recht. Es ist unglaublich, diese Galerien, die es da gibt, diese großen Ausstellungen, nicht nur im Louvre, sondern auch in den anderen Kunstzentren. Und eine Idee hätte ich hier noch relativ kurzfristig: das siebte Weltwunder, l'Horizon de Kéops, der Horizont von Kéops. Das ist im Institut du Monde Arabe, also im arabischen Museum. Und diese Geschichte ist ja auch sehr speziell. Es geht da um den Bau der Pyramide. Der Bau der Pyramide, der ja das Ganze widerspiegelt, ist eine interaktive Ausstellung, also wirklich eine tolle Sache. 45 Minuten lang erkundet man dieses außergewöhnliche Bauwerk, die Pyramide des alten Ägyptens, 2500 vor Christus. Und man kann virtuell diese Kammern der Pyramide besichtigen. Also es ist wirklich ein Riesenevent in Paris. Millionen Gäste pilgern nach Paris für diese Ausstellung. Und die Ausstellung dauert jetzt noch bis zum 2. Oktober. Wenn ihr also noch Kunden habt, die das besichtigen möchten, dann wäre das wirklich ein genialer Tipp jetzt für bis Anfang Oktober. Oder eine andere Idee betreffend Kunstausstellung, die Fondation Louis Vuitton, dieses wunderbare Kunstwerk von architektonischem Bau. Das Ganze wurde ja von Frank Gehry, dem Stararchitekt, entworfen und ist wirklich nur schon ein Hingucker von außen zu sehen. Und da findet neu die Ausstellung von Monet und von John Mitchell statt. Ab 5. Oktober eine große Ausstellung, voraussichtlich bis zum März 23. Also auch das kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr Kunstliebhaber habt, ist das natürlich eine tolle Sache. Ein Paris-Ausflug mit dem Zug und dann die Ausstellung besichtigen. Ja, Paris hat ja unglaublich viele Hotels im Travel Shop. Darum werde ich immer gefragt, Mike, was bucht man denn am besten? Wie finde ich mein Wunschhotel? Also wir haben ja ein Teil der Hotels ist ja Eigencontent, also das sind Hotels, die wir selber einkaufen. Und ein Teil ist fremd eingekauft von den Bettenbanken. Das Ziel ist immer, wir bilden euch möglichst eine große Auswahl von Hotels ab. Und die Gesamtanzahl variiert natürlich. Jetzt in der Hochsaison sind das manchmal nur 200, 300, 400 Hotels. In der Nebensaison oder an Midweek-Daten, dann sind es mal 700, 800 Hotels. Und ihr seht jetzt hier ein Beispiel, das habe ich mal eingegeben für im November. 784 Hotels, Angebote. Wichtig ist, benutzt den Filter. Ihr seht hier, wir haben einen Green-Filter, wir haben aber vor allem auch einen Favoritenfilter. Favorite heißt, das sind alles Empfehlungshotels. Empfehlungshotels für Hotels, wo wir sagen, diese Hotels sind einfach der Hammer, das sind selber geprüfte Hotels. Darum benutzt diesen Filter. Wenn wir jetzt für dieses Datum den Filter eingeben, Favorite, seht ihr, dann sind es nur noch 21 Hotels. Das sind dann unsere 21 Lieblingshotels, die wir euch empfehlen. Ihr könnt dann links auch noch filtern nach der Hotellage in der Region Gare de Lyon oder Gare du Nord oder beim Eiffelturm, was auch immer. Also benutzt diese Filter und ihr kommt sehr schnell auch zum Ziel. Oder natürlich auch, wenn ihr den Hotelnamen wisst, könnt ihr den Hotelnamen bereits eingeben. Ja, und in Paris eben bei so vielen Hotels. Ich habe euch hier vier Hotels noch aufgeführt, einfach als Empfehlung. Wohin würde ich jetzt deinen Kunden schicken? In welches Hotel? Und das mache ich so etwas nach Zielgruppe orientiert. Zum Beispiel ein nachhaltiges Hotel, Green, Top-Segment, 5-Sterne-Haus. Dann würde ich das Bellamy empfehlen, wirklich ein tolles 5-Sterne-Hotel mit Wellnessbereich, Sauna haben wir neu im Travel Shop. Ist auch übrigens auf dem Flyer drauf, da komme ich nachher noch drauf zurück. Oder ein 4-Sterne-Haus, das Les Dames du Panthéon. Hier hat man einfach
Die tollste Aussicht auf das Pantheon, auf dieses monumentale Gebäude. Jetzt kann ich sagen, hier gibt es kreatives Design im Quartier Latte. Also wirklich eine tolle Sache. Preis-Leistung stimmt hier absolut. Jemand, der eine Top-Aussicht über die Stadt möchte, dann würde ich den Kunden ins Terrace Hotel bei Montmartre schicken. Das ist am Fuße des Montmartre-Hügels, also gleich bei der Metrostation, 5 Minuten. Hat eine tolle Terrasse bis Ende September, spielt regelmäßig ein DJ. Das Bistro ist der Hammer und einfach die Lage. Ich finde das genial, weil hier ist man überall schnell in der Stadt und ist sehr romantisch gelegen. Für Jüngere oder auch Gruppen oder Leute, die einfach zweckmäßig wohnen möchten, dann würde ich das Mercure Gare de Lyon empfehlen, ein Vier-Sterne-Haus direkt im Bahnhof Gare de Lyon. Ihr seht hier unten links das Hotel, das ist nicht der Big Ben der Tower, das ist der Glockenturm vom Bahnhof Gare de Lyon. Eine wunderschöne Lage und das Hotel ist direkt im Bahnhof angebaut. Also wenn ihr Kunden habt, die noch das Gepäck einstellen möchten im Hotel und dann direkt auf den Zug gehen am Schluss, ist es hier alles perfekt, zweckmäßig eingerichtet. Also tolle Sache. Und dann noch für Budgetbewusste, 2-Sterne-Haus, das Maison Dupré in der Nähe vom Gare du Nord, in der Nähe vom Montmartre-Hügel. Sehr schön renoviert, tolle Farben und Preis-Leistung einfach der Hammer. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Ihr seht, für jede Zielgruppe gibt es das passende Hotel. Wir haben in Paris noch einen Flyer auf den Markt gebracht, Paris Green City Flyer. Muss ich einen Schluck trinken? Wo wir das Thema wirklich auch aufzeigen mit Green City, nachhaltiges Reisen. Mit der Bahn, nachhaltige Hotels. Der Flyer ist ab sofort auch bei Antalis im Webshop bestellbar, macht ihn sichtbar, ist wirklich eine gute Geschichte. Hier sind auch die Hotels drin, das Bellamy Green Hotel, das Gavarni und weitere Hotels aus der Empfehlung. So, meine Lieben, und jetzt kommen wir natürlich auch zu den Bahn-News. Railtour und Bahn, das gehört zusammen, darum natürlich auch hier ein wichtiger Teil. Wir haben ja das ganze Jahr immer Bahntrends. Ich habe das aufgezeigt, wohin geht es mit der Bahn, mit den Neuigkeiten. Die Bahn ist immer schneller in Europa unterwegs. Zum Beispiel bei München merkt man das extrem, seit man jetzt nur noch in 3,5 Stunden in München ist, also eine halbe Stunde schneller, ist die Nachfrage nach München-Trips sehr groß. Und wir sehen dort auch eine klare Umlagerung von Bus und Flugzeug auf die Bahn. Alle 2 Stunden von Zürich nach München direkt mit dem Zug. Aber auch europaweit wird es immer schneller. Basel, Paris in 3 Stunden, Zürich, Mailand in 3 Stunden. Es ist unglaublich, wie die Bahn immer schneller wird. Entsprechend steigt auch die Nachfrage, nicht nur wegen der Nachhaltigkeit, sondern eben auch wegen dem Praktischen. Man muss kein Check-in machen, man verliert keine Zeit, man weiß einfach entsprechend, wie lange die Fahrtdauer ist. Also eine tolle Sache. Ja, und beim TGV, da haben wir neu wieder die Business Premier Class sichtbar gemacht. Man kann die bei uns auch wieder buchen. Das ist wie die Business Klasse im Flugzeug. Toller Service. Da gibt es feines Essen dazu. Natürlich der Komfort sehr hoch entsprechend. Und es gibt auch neue Nachtzüge. Also die Nachtzüge sind ja generell im Trend. Ihr habt vielleicht gemerkt, jetzt im Sommer war Amsterdam oder Hamburg sehr schwierig, weil der Zug sehr oft ausgebucht war. Darum gibt es jetzt auch weitere Ausbauten. Ab Dezember 2022 sind neue Nachtzüge geplant, unter anderem ein neuer Nachtzug ab Zürich nach Prag via Deutschland. Und das via Deutschland hat natürlich einen Vorteil, dass dieser Nachtzug dann auch in Dresden und Leipzig hält. So gibt es eine neue Direktverbindung ab Zürich, Basel nach Dresden und Leipzig. Und auch die Kapazitäten generell werden ausgebaut. Zum Beispiel nach Hamburg, Berlin, Wien und Graz gibt es mehr Platz, mehr Kapazitäten, mehr Wagen, entsprechend der hohen
Nachfrage. Also tolle Sache, was da geht mit dem Ausbau. Und wo buchen, das kennt ihr ja bestens bei uns im Travel Shop. Wir haben unterdessen 15 Länder angehängt, 10.000 Bahnhöfe sind buchbar. Alles Bahnstrecken bis rauf nach London, Kopenhagen, östlich bis Warschau, ganz Italien, und bis Madrid in Spanien ist direkt im Travel Shop buchbar. Also wirklich eine geniale Sache. Und denkt auch an die Nutzungsideen der Bahn als Carrier. Es gibt nicht nur die klassischen Städtereisen nach Paris oder Mailand, sondern ihr habt sicher auch Kunden in der ersten Klasse, Top-Segment. Wir buchen für euch auch das Interrail. Denkt auch an die Anreise an den Airport, zum Beispiel nach Zürich, Mailand, Frankfurt oder Genf. Kann man auch direkt im Travel Shop buchen. Die Anreise für die Kreuzfahrten sind natürlich spannend. Hier denke ich an Savona, an Genua, Venedig, Warnemünde oder Hamburg. Kann man alles bei uns im Travel Shop direkt buchen mit der Bahn. Und die Bahn natürlich im Zielland ist sehr spannend. Ihr könnt auch die Bahn buchen, zum Beispiel in Norddeutschland von Rostock nach Hamburg oder in Süditalien von Bari nach Triest. Also wirklich eine gute Sache. Ja, und bei den touristischen Alpenzügen gibt es auch eine tolle News jetzt für den Herbst. Wir bieten euren Kunden wieder das gratis S-Class-Upgrade an. Und zwar für Abreisen vom 15. September bis 15.11. Wenn ihr zweite Klasse Bernina Express bucht, gibt es automatisch ein S-Klasse-Gratis-Upgrade. Also auch das ist natürlich toll. Hier kann man dann die Aussicht genießen in dem Panoramawagen auf den Morteratschgletscher schauen. Und wenn natürlich die Lärchen noch gelb sind, jetzt im Herbst, ist das Panorama unglaublich schön. Also eine tolle Sache. Und das S-Class-Gratis-Upgrade ist gültig von Chur bis nach Tirano. Das ist die Bernina Express-Strecke. Tirano liegt ja dann in Italien. Ja, die Daten, ich habe mal gesehen, die Daten im September, so bis Mitte Oktober, sind sehr schwierig. Da ist vieles schon ausgebucht. Ab Mitte Oktober hat es dann deutlich mehr Kapazitäten und Anfang November sieht es auch sehr gut aus. Einfach das noch als Ergänzung für die Buchungssteuerung. Ja, und zu Bahn-News gehören natürlich auch Premieren. Ich habe zwei Premieren für euch. Tolle Sachen, exklusive Bahnpremiere nur bei Railtour. Gestern war der Launch der neuen Nachtzüge der österreichischen Bahnen. Also die österreichischen Bahnen bauen ja die neuen Nachtzüge für in Europa. Und da wurden die neuen Schlafwagen, die Innenausstattung vorgestellt. Hier seht ihr, wie das nachher aussieht. Wunderschön, tolle Farben, kleines Leselämpchen, Steckdosen überall, Wi-Fi gibt es, also wirklich ganz anderes Design. Und hier seht ihr noch das Beispiel der Liegewagen. Also deutliche Komfortsteigerung. Die ersten Züge fahren ja dann im Laufe des 23. Nächstes Jahr. Also da sind wir sehr gespannt. Und die andere News ist die Premiere-Fahrt von dem neuen Golden Express Luxuszug. Ja, Luxuszug kann man wirklich sagen. Der fährt ab Dezember 22, ein top neuer Zug mit schönem Design, Panoramawagen. Ihr seht hier die neue Prestige-Klasse. Also der Zug hat erste, zweite Klasse und Prestige-Klasse. Die Sitze sind verstellbar, Steckdosen. Man ist sehr hoch mit den Sitzen. Also das heißt, die Fenster kommen sehr tief runter. Entsprechend hat man eine tolle Aussicht. Und das ist natürlich eine Aufwertung für den Golden Pass. Der Golden Pass fährt ja von Zweisimmen nach Montreux und zurück. Neu fahren die Züge dann eben von Montreux bis nach Interlaken. Das hat ja bei den Gleisen unterschiedliche Spurbreiten und die haben jetzt eine Technologie entwickelt, wo das Drehgestell der Räder dann eben verschoben wird und so kann der Zug durchgehend fahren von Interlaken nach Montreux oder von Montreux nach Interlaken zurück. Vorerst ab Dezember fährt ein Zug pro Tag je Richtung und dann ab Juni 23 dann vier Züge pro Tag. Also auch das eine tolle Sache betreffend Bahn-News und Premieren.
Ja, und im Luxuszugsegment gibt es natürlich auch News. Luxuszüge sind im Trend aktuell. Die Leute geben eben auch in diesem Segment Geld aus. Es ist wie eine Schienenkreuzfahrt. Ich nehme jetzt das Beispiel hier mit dem Orient Express, diese legendären Züge, Original 1923, wo dann eben beim Speisewagen auch alles original ist mit den Lachtischlämpchen. In den Schlafabteilen Mahagoniholz, wunderschöner Komfort, also das ist wirklich toll. Hier gibt es auch neue Routings beim Orient Express, also die Nachfrage für die Luxuszüge sind da. Und ihr seht hier eine Übersicht, welche Luxuszüge und Bahnreisen weltweit bereits buchbar sind. Das ist ein großer Teil. Ich habe hier bewusst eine Weltkarte eingeblendet, also wenn ihr hier auf dem amerikanischen Kontinent schaut, da haben wir die Kanada-Züge jetzt live, Golden Ahorn zum Beispiel, der Kanada Polar Bear oder dann die Bahnreise quer durch die USA oder die Andenbahn oder in Europa natürlich diverse Züge, Royal Scotsman, Norwegenbahn, Baltikum, die spanischen Züge zum Beispiel, Transcantabrico und Al-Andalus. Oder in Afrika dann der African Explorer. Es hat dann noch diverse andere, Baltikum, Transkaukasus und der Orient Silk Road Express. Was natürlich fehlt, sind die russischen Züge, Transsibirische Eisenbahn und Zarengold. Das ist verständlich. Die bieten wir bis auf Weiteres natürlich nicht mehr an. Das heißt, die Kunden suchen andere Trennreisen. Alle diese Reisen, die hier aufgeführt sind, sind aktuell bereits buchbar für Abreisen im 23. Und ich möchte euch noch zwei neue Zugreisen vorstellen, zum Beispiel die Zugreise Bella Italia. Das ist eine wunderschöne Reise von Nord nach Süd. Also man fährt hier wirklich quer durch Italien oder nicht quer, sondern von oben nach unten mit neuen Zügen, mit Top-Frecciarossa-Zügen, mit alten Zügen, mit Dampfbahn. Ein bunter Mix und man erlebt natürlich unterwegs auch die diversen Städte. Man beginnt in Venedig und die Reise geht dann über die Toskana, Rom, runter Neapel, Amalfiküste, macht diverse Ausflüge. Auch zum Vesuv, zur Amalfiküste und dann der Zielort ist dann Taormina in Sizilien. Ist eine 12-tägige Reise. Wir haben mal zwei Reisedaten aufgeschaltet: eine im Ende April 23 und dann ein zweites Datum im September 23. Also wirklich eine tolle Sache, mal Italien nicht per Auto oder Flugzeug erleben, sondern mit dem Zug. Oder eine andere Geschichte ist die Zugsrundreise Irland. Auch das ist mit Regelzügen. Man reist durch Irland, sieht natürlich auch hier sehr viele Schafe, wahrscheinlich etwas mehr noch als in Husum. Aber auch hier eine tolle Rundreise. Man startet hier in Dublin und reist dann eigentlich Richtung Cork, dann die Traumstraße Ring of Kerry. Geht dann wieder auf Cliff of Moher und dann Westport wieder zurück nach Dublin. Ein großer Teil per Bahn mit Regelzügen, zum Teil mit Busausflügen. Eine 8-tägige Rundreise durch Irland, vor allem mit dem Zug. Und da hat man natürlich auch viele Besichtigungen und Stadtrundfahrten in Dublin und in Cork. Andere News noch in Spanien, Al-Andalus. Diesen Zug hatten wir schon länger immer im Angebot. Es gibt ja die klassische Route mit der andalusischen Rundfahrt ab Sevilla, 4 bis 7 Tage. Oder es gibt auch ein Routing von Sevilla bis nach Santiago de Compostela. Oder eben jetzt noch ein neues Routing dazu im Luxuszug von Barcelona nach Lissabon und wieder zurück nach Barcelona. Auch eine ganz tolle Route bis nach Portugal. Also ihr seht auch hier, die Zugsunternehmen sind sehr innovativ, bringen auch neue
Routings auf den Markt. Und in diesem Originalzug von der Königsfamilie von früher ist es natürlich, lässt man sich es auch sehr gut gehen mit Gourmet-Küche und Erlebnissen unterwegs. Hier seht ihr noch ein Bild von Barcelona und das Endziel ist dann eben in Lissabon, wo man natürlich selbstverständlich auch verlängern kann, noch einen Städtetrip anhängen. Erlebniszüge in Kanada, die sind auch buchbar. Da habe ich vorher erwähnt, hier gibt es ja diverse Varianten. Einfach das noch als Hinweis. Wir sind ja nicht nur in Europa tätig. Und dann gibt es auch hier noch eine Premiere, wo ich aber noch keine Bilder präsentieren kann, aus rechtlichen Gründen. Das fuchst mich etwas. Le Grand Tour, eine große Luxuszugreise durch Frankreich. Wir bringen das die nächsten Tage auf den Markt. Also wirklich eine ganz schöne Geschichte. 2 bis 6-tägige Rundreisen durch Frankreich, bis zu 4000 Kilometer Frankreich-Rundreise. Der Start ist in Paris, wo man dann über das Burgund, Beaune, Annecy fährt und dann runter ans Meer, an die Côte d'Azur, Provence, Avignon und dann hinüber nach Bordeaux, Arcachon und dann wieder hinauf Richtung Paris via Puy du Fou. Eine ganz tolle Sache, was da entsteht. Ich habe hier die Eckpunkte mal zusammengestellt. 2 bis 6-tägige Sonderzugsfahrt. Viel Privacy, 15 Kabinen und 30 Passagiere Maximum. Also dann wirklich toll. Ein Hotelzug aus der Zeit der Belle Époque. 2 Speisewagen und ein Barwagen. Das gefällt mir vor allem. Da hat man viel Platz. Eine tolle Sache. Man macht auch Ausflüge, Champagner-Degustationen und Weindegustationen. Die ersten Reisedaten gibt es dann ab Sommer 23. Der Start vom Verkauf wird noch im September hoffentlich erfolgen. Da sind wir mit Hochtouren dran und wir werden natürlich exklusiv darüber informieren. Wichtig ist noch diese Landingpage unten, www.relto.ca/Erlebniszüge. Da habt ihr alle diese Zugreisen weltweit drin. Alle auch Reisedaten sind upgedatet. Ihr könnt auch Reiseprogramme ausdrucken, haben wir auch upgedatet. Also tolle Sache. Hier habt ihr immer alles aktuell und ist viel schlanker natürlich als ein Printkatalog, wo dann nach einem Monat ein Teil bereits wieder nicht mehr stimmt. Also das ist eine super Sache. So, und zum Schluss noch weitere News generell. Was gibt es sonst noch Neues bei Rail2Frontour? Ja, ein Anliegen, benutzt auch das Extranet. Hier kommt ihr rein mit eurem Agentencode. Hier gibt es immer ganz viele News, Hilfestellungen im Verkauf, Porträts unserer Mitarbeiter, Flyer, PDF und so weiter. Also nutzt das. Oder folgt mir auf Facebook, Rail2Frontour for Travel Agents. Hier bringe ich immer neue Geschichten, neue Ideen für Reisen in Europa, natürlich auch mit dem Zug. Und ja, wir sind für dich da. Das ist unsere Rail2Frontour-Truppe. Alle Leute sind natürlich für dich da. Wir freuen uns auf deinen Anruf. Wir feiern ja auch regelmäßig Aperos und kleine Festli, wie wir das letzte Jahr gemacht haben. Auf dem Bild seht ihr hier die Aline Fürstlings, dann die Melanie Baumgartner, den Tobias Walter, Ronja Hilbrunner, die Karin Greder und Martina S. Habt ihr bestimmt auch schon am Telefon gehabt, alle im Verkauf. Und die Karin Greder ist vom Marketing, unsere Marketingleiterin. Oder hier unsere Erlebniszüge-Cracks, ganz links die Fabienne Jecke oder ganz rechts unsere Eliana Ebischer, die Erlebniszüge-Crack, die Ronja Hilbrunn darunter und die Enya, also wirklich unser Team für die Züge weltweit, eine tolle Sache. Ja, und liebe Grüße schickt uns auch noch Thomas Mark von Husum. Der war jetzt gerade oben, darum dieses Bild. Es hat etwas geregnet. Er ist unser Deutschland-Experte. Ja, unsere Leute, wir schulen sehr viel. Wir machen im Moment sehr viel, auch betreffend Know-how, damit wir stärker werden. Ihr seht auch unsere Leute in den Porträts im Extranet abgelegt. Wir haben auch einen Teil neue Leute, die jetzt eingearbeitet werden. Gebt ihnen auch eine Chance.
bei der Einarbeitung. Auch diese Leute werden natürlich unsere Cracks, das ist wirklich sehr schön. Und helfen könnt ihr uns, indem ihr uns mehr Bedürfnisabklärungen macht bei den Kunden. Wir haben sehr viele Anfragen, wo einfach ja ein Teil fehlt. Darum ist ganz wichtig, wir müssen von dir wissen, vom Kunden, wirklich die Destination, wohin möchte der Kunde wirklich? Welche Hotelkategorie? Ist es eher ein Designhotel oder Traditionshotel? Die Anreise mit der Bahn, Klasse, Abo, immer sehr wichtig, auch bei der Bahn, also nicht nur beim Flugzeug. Datum, die Reisedatum und Flexibilität, Anzahl Personen, auch mit den Geburtsdaten bei den Kindern. Gibt es spezielle Interessen? Möchten die Kunden irgendetwas abgelegen haben oder mitten im Zentrum? Bis wann braucht ihr was? Das ist auch wichtig betreffend Offerten. Also helft uns hier, das würde uns oft die Arbeit auch erleichtern. Und ganz wichtig, vieles ist ja bereits im Dynamic Travel Shop drin, kann dort bereits abgefragt werden. Warum Rail to Frontour? Wir haben ganz viele Gründe. Ich habe sie hier nochmals aufgelistet. Der Dynamic Travel Shop ist sicher das Haupt-USP mit dem ganzen Content, der drin ist. Wir sind auch 7 Tage, 24 Stunden erreichbar, wenn was ist, wenn es irgendwo Streik gibt oder der Kunde strandet, wir sind für dich da. Und der Punkt weiter unten finde ich noch wichtig. Unser Segment bringt dir Neukunden ins Reisebüro. Ja, das ist so, weil nicht alle Kunden gehen unterdessen wieder auf eine Überseereise. Viele bleiben in Europa und darum ist es natürlich ein toller Vorteil auch für dich im Reisebüro. Das sind unsere Kontaktdaten, unsere aktuellen Öffnungszeiten. So erreichst du uns mit der Telefonnummer, E-Mail-Adressen an diesen Zeiten. Und hier habe ich noch meine Kontaktdaten von mir eingeblendet, damit du auch siehst, wo du mich erreichst, wenn du neu mit mir zusammenarbeiten möchtest, einen neuen Agentencode brauchst, etc. Da bin ich doch sehr gerne für dich da, damit wir hier eine schöne Geschichte zusammen machen können. Ja, merci vielmal, Gizoi. Danke vielmal. Das ist mir wirklich von Herzen. Ohne die Reisebüros geht es nicht. Ihr seid unglaublich wichtig. Und ich wünsche euch für den Herbst viele tolle, schöne Buchungen ohne viel Zeitaufwand und dass sich eure Kunden schnell und effizient entscheiden. Das ist die wichtigste Botschaft für euch und ich glaube, das wird einen tollen Herbst. Entscheidend sind jetzt vor allem die nächsten 3, 4 Wochen bei Miss Business. Bleibt gesund, habt Sorge und ich freue mich bis bald. Tschüss zusammen.